Grüß Gott und herzlich willkommen bei Spirit. Der 2020 seliggesprochene Carlo Acutis war ein Kind unserer Zeit. Er lebte mitten in der Welt von heute und hatte Interessen wie andere Teenager auch. Fußball, Actionfilme und Computer. Aber da war noch mehr. Er liebte Jesus, ging täglich zur Heiligen Messe, betete den Rosenkranz und setzte sich für die Armen und Obdachlosen seiner Umgebung ein. Als Internetfreak schuf er bereits mit 11 Jahren den wohl weltweit umfangreichsten Internetauftritt über eucharistische Wunder. Sein kurzes Leben, das bereits mit 15 Jahren endete, ist ein Beispiel dafür, dass Heiligkeit auch im digitalen Zeitalter möglich ist. Sein Reifen in Christus aus nächster Nähe miterlebt hat seine Mutter, die uns nun aus Italien zugeschaltet ist. Buongiorno. Grüß Gott, Frau Salzano. Es freut uns, Sie bei uns in der Sendung zu haben. Guten Morgen zu allen Zuschauer. Guten Morgen. Frau Salzano, wenn wir über Selige und Heilige sprechen, dann haben diese meist in einer uns unbekannten Zeit und Welt gelebt. Theoretisch wäre es aber möglich gewesen, ihren Sohn Carlo während eines Mailand-Besuchs dort auf der Straße zu treffen. Könnten Sie uns etwas über Carlos Kindheit erzählen und wie er aufwuchs? Die Heiligkeit ist immer dieselbe, gestern und heute, und sie wird immer dieselbe bleiben. Denn die Heiligen sind diejenigen, die sich am meisten darin üben, das Evangelium in die Tat umzusetzen, so wie Gott über alles zu lieben und unsere Nächsten wie uns selbst. Sicher ist Heiligkeit etwas, das uns alle angeht, eine Berufung für alle Menschen, denn auch Jesus, sagt uns das Evangelium, seid vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Der Aufruf ist also universal. Potenziell sind wir alle Heilige. Wir müssten es nur in die Tat umsetzen. Genau darin besteht das Problem, den Wunsch zu haben, wirklich heilig zu werden. Carlo, obwohl er im Technologiezeitalter lebte, er starb 2006 im 3. Jahrtausend, war ein Junge, der in der Lage war, diesen Ruf zur Heiligkeit zu begreifen und in die Tat umzusetzen, trotz der Inputs dieser Zeit, die uns oft ein wenig vom Übernatürlichen zu entfernen scheint. Was können Sie uns über Carlos Charakter erzählen? Carlo era sicuramente un ragazzo Carlo war sehr offen, sympathischer und fröhlicher Junge, einer, der immer lächelte und vor allem einer, der sich niemals beschwerte. Er war immer positiv, optimistisch und sehr gehorsam. Seine besonderen Merkmale waren der Gehorsam und die Großzügigkeit. Er war aber auch ein Junge der heutigen Zeit. Er liebte die Technologie. Er galt als Computergenie. Als er 9 war, las er bereits Texte über Ingenieurwesen und Informatik, die wir in der Buchhandlung der Polytechnischen Universität Mailand gekauft hatten. Aber er nutzte dies alles, um die gute Nachricht zu verbreiten, das Evangelium. Und er versuchte, die Menschen in ihrem Glauben zu helfen. Diese Herausforderung meisterte er mit seinem kleinen Mailänder Computer. Er gehörte nicht zu den teureren, aber Carlo hat es geschafft, damit Dinge zu tun, die die ganze Welt erreicht haben, Milliarden Pfarreien. Wir sprechen hier von China, Japan und Indien, den USA, Lateinamerika, Brasilien, Australien und Europa. Hierbei sieht man deutlich, welch apostolischer Eifer ihn beseelte. Er war auch ein Junge, der gerne Sport machte. Er war gerne mit seinen Freunden unterwegs und tat viele Werke der Nächstenliebe. Was er vor allem verstand, war, sein Herz für Christus zu öffnen. Dadurch wurde sein gewöhnliches Leben, das allen Jugendlichen dieser Zeit gemein ist, automatisch außergewöhnlich.
Die Tür, um Christus zu öffnen, ist etwas, das unseres Willens bedarf. Carlo hat es verstanden, Ja zu Gott zu sagen. Es wäre wünschenswert, wenn seinem Beispiel viele junge Leute und auch weniger junge Leute folgen. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Carlo als Kind im Alter von 4 Jahren in eine Kirche, wenn er daran vorbeikam, hineingehen wollte. Woher, denken Sie, kam ein solcher Wunsch? Ich denke, dass der Herr manchen Seelen von klein auf bestimmte Neigungen gibt. Carlo war sehr neugierig und wissbegierig. Er war der Zeit weit voraus, denn sein erstes Wort sagte er mit 3 Monaten. Mit 5 Monaten konnte er bereits sprechen. In allen Dingen war er stets der Zeit voraus. Das betraf ganz offensichtlich auch den Glauben. Er war gerade mal 3 Jahre alt, da wollte er bereits, sobald er eine Kirche sah, hineingehen. Dann blieb er vor dem gekreuzigten Jesus oder beim Tabernakel stehen. Er sehnte sich in der Tat nach diesem Kontakt mit Gott, den er dann sein Leben lang aufrechterhielt. Mit 7 Jahren empfing er die erste heilige Kommunion und zu diesem Anlass schrieb er auf, mit Jesus vereint zu sein, das ist mein Lebensprogramm. Seitdem ging er jeden Tag zur heiligen Messe und hielt täglich vor oder nach der Messe eucharistische Anbetung. Mit 5 Jahren betete er bereits jeden Tag den Rosenkranz. Er liebte es, die heilige Schrift zu lesen. Er las das echte Wort Gottes, die heilige Schrift, womit er sich auch bis zum Ende seines Lebens auseinandersetzte. Und wie geht man als Eltern mit einem solchen Charakter um? Und haben Sie es geahnt, dass ein Heiliger in Ihrem Haus aufwächst? Avete già sentito che un santo che cresce nella sua casa? Mit Sicherheit, ja, zumal ich ihn zum Spaß den kleinen Buddha nannte, da ich das Buch Little Buddha gelesen hatte, als er klein war. Er war so lieb und gut, so großzügig, auch so nett und vor allem gehorsam. Es war mir zweifelsohne bewusst, dass er etwas Außergewöhnliches an sich hatte. Er lächelte immerzu. Er schien die Leute geradezu anzuziehen, obwohl er nicht dem typischen Schönheitsideal wie blond und blauäugig entsprach. Er war ein süßer kleiner Junge, aber er war nicht hübsch. Die Menschen fühlten sich jedoch von ihm angezogen, von Carlos Lächeln, dem Strahlen seiner Augen. Das erstaunte mich sehr. Das hat er auch nach seinem Tod beibehalten. Die Leute fühlen sich von ihm regelrecht angesteckt. Wir haben Carlos Ende immer akzeptiert und seine Art, wie er war, sogar mit einem gewissen Wohlgefallen. Ich bin in einer privilegierten Familie aufgewachsen, in der man mich stets gelehrt hat, dass Wohltätigkeit und Nächstenliebe das Wichtigste sind. Also zu sehen, dass ich einen so wohltätigen und großherzigen Sohn habe, hat mich immer mit Freude erfüllt. Wie hat es sich auf Ihren Glauben ausgewirkt, auf den Glauben der Mama mit einem solchen Sohn? Ich bin in einer säkularen Familie aufgewachsen, in einer Familie, wo ich zwar getauft wurde, der Glaube jedoch absolut nicht gelebt wurde. Mein Vater war Verleger und verkehrte immer unter Schriftstellern, Journalisten und Menschen von großer Kultur. Man hörte ihn jedoch nie über den Glauben sprechen. Wir lebten im Zentrum von Rom, ganz in der Nähe der Piazza Venezia. Um uns herum gab es ausschließlich katholische Schulen. Das war der Grund, warum man mich auf eine katholische Schule schickte. Dort wurde ich auf die heilige Kommunion vorbereitet. Der Tag meiner Erstkommunion war auch der Tag meiner ersten heiligen Messe. Die zweite Messe besuchte ich am Tag meiner Firmung und die dritte, als ich heiratete. Das soll Aufschluss darüber geben, auf welcher Stufe der Unwissenheit ich stand. Mein Mann war mir mit Sicherheit voraus, denn seine Mutter war halb Engländerin und halb Polin. Sie gingen jeden Sonntag in die Kirche. Als ich meinen Mann kennenlernte, lebte er gerade in der Schweiz und studierte an der Wirtschaftsfakultät in Genf. Man sah ihn kaum sonntags zur Messe gehen.
Es war also ein Glaube, der eher für die Eltern gelebt wurde. Es war kein überzeugter Glaube. Meine Unwissenheit war tatsächlich katastrophal. Und dieses Kind zu haben, das mir ständig drängende Fragen über den Glauben stellte, brachte mich in eine Unannehmlichkeit, die mich zugegebenermaßen ein wenig störte. Ich wollte, dass Eltern eine einheitliche Leitung und Autorität haben. Freilich erkannte ich in diesem Mangel an Glaubenswissen eine schwache Seite an mir. Dies war mein damaliger Seelenzustand. Dann starb plötzlich unerwartet mein Vater. Ich war ein Einzelkind. Er starb mit 57 Jahren an einem plötzlichen Herzinfarkt. Und sowohl sein Tod als auch das besagte Unbehagen, das Carlo bei mir verursachte, waren ausschlaggebend für meinen persönlichen Bekehrungsprozess. Ich hatte das Glück, dass ich einen Priester kennenlernen durfte, der in Bologna lebte und den man den Pater Pio von Bologna nannte. Er war ein wirklich heiliger Mann und er war bereits betagt. Er wusste gar nichts über mich, doch er sagte mir sofort ganz merkwürdige Dinge. Unter anderem, dass Carlo eine wichtige Mission für die Kirche hätte und dass es einen besonderen Plan von Gott gäbe. Ich konnte das damals nicht verstehen. Dann legte ich die Beichte ab. Dieser Priester sagte mir tatsächlich alle meine Sünden. Er hatte die Gabe der Unterscheidung der Geister. Das hatte mich unheimlich beeindruckt. So sah der Beginn meines Bekehrungsweges aus, der, wie ich immer sage, wahrscheinlich im Fegefeuer enden wird, denn es ist nicht so leicht, direkt in den Himmel zu kommen. Aber das versuchen wir natürlich. Es war vor allem Carlos Verdienst, dass ich verstehen durfte, dass in der Eucharistie, in den Sakramenten, vor allem in der Eucharistie, Christus tatsächlich lebendig gegenwärtig ist. Das heißt, es ist kein Symbol. Ich hatte eine protestantische Mentalität und dachte, die Sakramente wären eine symbolische Tatsache, ohne weitere Bedeutung. Ich hatte nicht verstanden, dass Gott uns durch die Sakramente die heilig machende Gnade schenkt und dass der Priester wirklich das Instrument ist, wodurch Gott uns diese Gnade gibt. Dies hat Carlo mir zu verstehen gegeben. Deshalb sage ich immer, dass Carlo mein kleiner Retter war, denn dank ihm habe ich diese große Wahrheit verstanden. Das war die Entdeckung meines Lebens. So könnte man sagen, dass Sie Carlos erstes Evangelisationsobjekt waren, oder? Auf jeden Fall, ja. Ich und meine Mutter, seine Oma. War das Carlos großes Ziel, sein großer Wunsch, seine Motivation, die Menschen zu evangelisieren? War das seine Aufgabe? Carlo hat nicht nur mit Worten evangelisiert, sondern vor allem mit seinem Beispiel. Er war ein wahrer Glaubenszeuge. Carlo lebte ständig in der Gegenwart Gottes. Das konnte man spüren, wenn man in seiner Nähe war. Das ist schwer in Worte zu fassen. Ich kann sagen, dass Carlo mit Sicherheit redete, wenn es etwas zu reden gab. Dann legte er Zeugnis ab. Doch das tat er niemals in aggressiver Weise. Carlo ging immer mit seinem guten Beispiel voran, mit guten Werken, mit Liebe und Großzügigkeit und seinem leuchtenden Leben. Dadurch fühlten sich die Menschen ungemein von ihm angezogen. Seine Kameraden verehrten ihn, alle seine Freunde, die Menschen im Allgemeinen. Es war vor allem sein Beispiel, wie er dieses Leben im Glauben vorlebte. Die anderen bemerkten das natürlich. Es wurden sicher viele davon berührt. Unser Diener Reyes, der mit uns im Haus lebte, er war hinduistischer Mauritianer, verspürte dank Carlos Beispiel den Wunsch, Gott kennenzulernen, sich taufen zu lassen, die Kommunion zu empfangen, und er wurde in der Tat katholisch. Das lag schlicht und ergreifend an Carlos Beispiel, daran, wie er von Gott sprach, von der Mutter Gottes, ja. Das begeisterte Reyes so sehr. So sieht man, wie ein Mensch, wenn er Christus in sich trägt, andere von Christus anzustecken vermag. Come poi diventa contagioso di Cristo, ecco.
Ich kann mir vorstellen, dass es nicht immer leicht für ihn war. Wie waren die Beziehungen zu anderen Personen? Wurde er vielleicht auch manchmal abgelehnt? Wie ging er damit um? Wie hat er darauf reagiert? Carlo musste niemals derartige Zurückweisungen erleiden. Er wurde nicht abgelehnt, weil er etwa eine erstaunliche Persönlichkeit hatte. Er war so lieb und so nett. Seine Kameraden, auch wenn einige nicht religiös waren, ließen ihn jederzeit gewähren, weil sie ihn einfach von Herzen gern hatten. Alle Klassen seiner ganzen Schullaufbahn, seine Kameraden liebten ihn und hatten ihn sehr gern. Als Carlo starb, er ging gerade in die 10. Klasse eines humanistischen Gymnasiums, waren seine Freunde so verzweifelt. Auch wenn viele vom Glauben weit entfernt waren, sagten sie: Was werden wir jetzt ohne Carlo machen? Das war der Tenor seiner Klasse. Carlo wurde immer respektiert, geliebt und gerne gemocht. Er wurde niemals für seine religiösen Neigungen kritisiert. Die jungen Leute wussten, dass er jeden Tag zur Heiligen Messe ging. Sie kannten sein Zimmer. Wenn sie dort hineinkamen, sahen sie sein ziemlich großes Jesusbild, das schöne Prager Jesuskind, sein Kreuz und seine Muttergottesstatue. Er hatte sich noch nie dafür geschämt und seine Freunde haben darüber niemals gespottet. Ich glaube, das geschieht, wenn ein Mensch ein reines Herz hat, eines, das voll ist von der Liebe Gottes. Das macht den Unterschied. Wahrscheinlich ist das die Tatsache, dass er nie schlecht war. Vielleicht ein Zugeständnis Jesu. Vielleicht hatte es auch viel damit zu tun, dass Carlo so bescheiden und demütig war. Das ist gänzlich nicht zu unterschätzen. Unter Umständen sind Menschen, die sich auf dem Glaubensweg befinden, oft ein bisschen hochmütig und etwas überheblich. Darauf reagieren die Mitmenschen sofort unbewusst mit Unbehagen, weil sie sich verurteilt fühlen. Carlo hingegen war nicht so. Er verfügte über eine spezielle Art Schlüssel zu den Herzen der Menschen und beschämte sie niemals. Das war das Besondere. Ich glaube, dass Gott ihm diese Gabe schenkte, da dies wirklich etwas Besonderes war. Non creava problemi nelle persone, capito? Era una cosa speciale. Io penso un dono speciale che gli aveva dato il Signore, perché veramente era particolare questa cosa. Ein großartiges Zeugnis war auch das Ende seines Lebens im Jahr 2006. Carlo erkrankte an Leukämie. Wie hat er darauf reagiert? Dazu kann ich Ihnen Folgendes sagen. Der Tod war für Carlo wirklich der Übergang in das wahre Leben. Er hatte ein Manifest geschrieben, immer mit Jesus vereint zu sein, das ist mein Lebensprogramm. Der Tod war für ihn offensichtlich die Begegnung mit seinem Geliebten, mit Gott. Er hatte daher überhaupt keine Angst vor dem Tod. Seiner Meinung nach sollten wir ausschließlich Angst vor der Sünde haben. Er sagte, dass wir von Raupen zu Schmetterlingen werden, wenn wir sterben. Und dort in der Ewigkeit beginnt das wahre Leben. Carlo hatte tatsächlich schon immer einen Sinn für die Vergänglichkeit der Zeit. Denn wenn ich wissen wollte oder auch jemand anderes ihn fragte, was willst du mal machen, wenn du groß bist, war seine Antwort: Aber wer weiß schon, was wir einmal tun werden. Kümmern wir uns lieber um das Hier und Jetzt, damit wir diesen gegenwärtigen Moment gut leben. Denn wer weiß schon, was wir einst tun werden und ob wir dann noch am Leben sind. Er hat sehr seltsame Antworten gegeben. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, sie erschreckten mich. Er sprach manchmal wie ein weiser alter Mann. Aus dem Mund eines Kindes solche Worte zu hören, erstaunten mich. Und dann war Carlo ein kleiner Witzbold. Wir hatten diesen Reiches, diesen Hausangestellten. Ein sehr hübscher junger Mann, der einem Bollywood-Schauspieler ähnelte. Das bedeutete ihm sehr viel. Am Anfang war er noch sehr jung und den jungen Leuten ist das Aussehen sehr wichtig.
Kurz nach seiner Ankunft sagte er immer ganz stolz: Ich ähnle diesem Schauspieler. Carlo sah ihn dabei immer ein wenig verwundert an. Ich erinnere mich an den Weihnachtswunschzettel, den Carlo damals im ersten Jahr schrieb: Lieber Jesus, bitte mach, dass Reyes weniger eitel ist. Und er scherzte ab und zu mit Reyes und sagte: Siehst du, Reyes, ich werde immer jung sein und du wirst altern. Ich hingegen bleibe immer jung. Damals verstanden wir nicht, was er uns sagen wollte. Letztendlich ist er in der Tat immer jung, weil er mit 15 Jahren gestorben ist, im perfekten Alter. Außerdem hat er sich, es gibt wirklich merkwürdige Episoden in seinem Leben, 2 Monate vor seinem Tod selbst gefilmt und dabei sagte er: Wenn ich 70 Kilo wiege, dabei lächelte er strahlend und schaute in den Himmel, bin ich zum Sterben bestimmt. Das schien so etwas wie ein Testament zu sein, denn als er starb, wog er tatsächlich 70 Kilo. Kurz bevor er krank wurde, fing sich Carlo so eine Art Grippe ein, eine Erkältung, an der sich seine halbe Klasse infiziert hatte. Sie kennen diese Viren, die da kursieren. Da sagte Carlo zu mir: Mama, opfere meine Schmerzen für den Papst auf. Ich erinnere mich, dass auch sein Papa und seine Oma dabei waren. Opfere meine Schmerzen für den Papst und die Kirche auf, damit sie nicht in das Fegefeuer, sondern gleich in den Himmel kommen. Wir dachten bei diesem Satz, er würde scherzen, denn er hatte eine banale Erkältung, etwas Fieber und ein bisschen Halsschmerzen. Jedoch hinter dieser Krankheit verbarg sich die akute lymphoblastische Leukämie, die stumm verläuft. Man bemerkt sie nicht. Plötzlich spielen die Blutblasten verrückt und sie bricht in verheerender Weise aus. In 2, 3 Tagen stirbt man. Carlo hatte diese Krankheit. Wie gesagt, er hatte ein bisschen Fieber, aber an diesem Morgen wachte er auf und konnte sich nicht bewegen. Auf Anraten seines Kinderarztes habe ich ihn sofort ins Krankenhaus gebracht. Als wir dort ankamen, sagte Carlo zu mir: Mama, ich werde von dort nicht mehr lebend herauskommen, aber mach dir keine Sorgen, denn ich werde dir viele Zeichen schicken. Carlo nahm den Tod auf diese Weise an. Als die Ärzte ihn fragten: Hast du starke Schmerzen? Und obwohl er sehr litt, antwortete er: Es gibt Menschen, die mehr leiden als ich. Er lächelte unentwegt und beschwerte sich zu keiner Zeit. Carlo starb wirklich wie ein Heiliger. Das bestätigten alle, das Pflegepersonal, die Ärzte. Zusammen mit meinem Mann und meiner Mutter kann ich es selbst bezeugen. Carlo starb ganz ruhig und gefasst. Sein großer Herzensheiliger war der heilige Franziskus von Assisi, der den Tod Brudertod nannte. Und als treuer Franziskus-Jünger betrachtete er den Tod sicher in gleicher Weise, mit dem Blick auf die Ewigkeit gerichtet. Letzte Frage, wir sind fast am Ende. Carlo hat einmal gesagt: Wir alle werden als Originale geboren, doch viele von uns sterben als Fotokopien. Was bedeutet das für die jungen Menschen unserer Zeit und auch für uns Ältere? Carlo ist mit Sicherheit ein Zeichen der Hoffnung, denn er hat es geschafft, in unserer heutigen Zeit heilig zu werden, trotz aller Gefahren, denen wir ausgesetzt sind. Denn wir wissen, dass das Fernsehen, Kino, das Internet mit all diesen zerstörerischen Dingen wie der Pornografie, den Drogen und dem Alkohol eine große Gefahr darstellen. Und leider müssen wir uns dieser Welt stellen, oft unvorbereitet. Da ist Carlo ein Zeichen der Hoffnung, denn er konnte diese Schlangen unbeschadet passieren. Er hat es geschafft, sich zu heiligen und sich von diesem Übel nicht überwältigen zu lassen. Warum? Weil er sich selbst zu einem Schild Christi machte. Die Eucharistie war das Zentrum seines Lebens. Wenn wir uns von Christus ernähren, macht Christus uns stark. Er heiligt uns, er verwandelt uns, er gestaltet uns um. Das ist es, was mit Carlo geschah. Carlo hat sich Jesus anvertraut. Jesus war sein Schild und seine Kraft. Jesus war seine Kraft. So konnte ihm das Böse nichts anhaben. Ein bisschen so wie bei David und Goliath. Und wie lautet nun die Botschaft? Ein jeder, eine
jede von uns, wir alle sind von Ewigkeit her dazu berufen, heilig zu sein. Gott hat einen Plan der Heiligkeit für jede Einzelne und jeden Einzelnen von uns. Dieser Plan ist ganz speziell und einzigartig und nicht wiederholbar. Es ist wie bei dem Fingerabdruck, jeder hat einen anderen. Das bedeutet, dass wir alle zu dieser Heiligkeit berufen sind. Im Buch Levitikus spricht Gott: Seid heilig, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Wir sind nun dazu aufgefordert, auf diesen Ruf mit Originalität und Heiligkeit zu antworten. Wenn wir diesem Appell zur Heiligkeit nicht folgen, dann kann es tatsächlich passieren, dass wir als Fotokopien sterben, falls wir diesen besonderen Plan nicht erfüllen, den Gott für uns vorgesehen hat, um Heilige zu werden. Das Problem ist, dass es leider vorkommt, dass dieser Plan nicht verwirklicht wird. Carlo sagte, dass die Eucharistie seine Autobahn in den Himmel sei. Auf wie viele falsche Wege kann man im Leben geraten? Wenn man sich nämlich von Gott entfernt, entfernt man sich auch von jener Inspiration, mit der Gott uns erfüllt. Es besteht natürlich die Gefahr, den falschen Weg einzuschlagen. Zwar begleitet uns Gott immer mit seiner Gnade, denn Gott ist stets ein liebender Vater, der versucht, uns zurückzurufen. Dennoch besteht leider die Gefahr, sich zu verirren. Carlo hat sich Jesus anvertraut, den Sakramenten der Kirche, die über das Sakrament der Erlösung verfügt. Die Kirche hilft uns zweifelsohne auf unserem Weg zum Absoluten. Carlo sagte, dass unser Name unendlich und unser Nachname endlich sein. Seit jeher werden wir im Himmel erwartet. Wir alle sind zur Heiligkeit berufen. Es braucht nur unser Hineinantworten und vor allem müssen wir unseren Willen zum Guten lenken. Die Kirche nennt jemanden heilig, nicht wegen Visionen oder Erscheinungen, sondern wegen dieser außergewöhnlichen Gaben. Das sind Gaben, Gnaden, umsonst geschenkt von Gott, für die man jedoch keinen Verdienst hat. Die Heiligkeit ist zuallererst, Gott über alles zu lieben und den Nächsten wie sich selbst. Und auch die christlichen Tugenden auf heroische Weise zu leben. Insgesamt sind es über 200. Aber die Haupttugenden sind 7: Glaube, Liebe, Hoffnung, Weisheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Mäßigung. Wie lebt man nun diese Tugenden? Es bedeutet, keine lästlichen Sünden mehr zu begehen und ferner bedeutet es, dass wir uns für dieses Leben einsetzen müssen. Hierzu benötigen wir Willenskraft. Dazu braucht es unseren Willen. Es ist, wie Jesus sagt, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Denn es geht vor allem darum, die Tugenden des Glaubens, der Nächstenliebe und der Hoffnung zu leben und zu bewahren. Das sind die drei göttlichen Tugenden, die direkt von Gott kommen. Und das ist der Grund, warum die Kirche jemanden heilig nennt, nicht wegen anderer Dinge. Sie sehen also, die Heiligkeit ist letztlich einfach, weil wir sie alle erlangen können. Das Wichtige ist, heilig werden zu wollen und den Willen auf das Gute hin auszurichten. Leider schaffen wir das nicht alleine, ohne Gebet, ohne die Sakramente, ohne die Hilfe der Kirche, weil die Welt uns verwirrt und von diesem Weg ablenkt. Deshalb müssen wir eng mit Jesus verbunden bleiben, wie die Reben mit dem Weinstock. Wenn ich die Rebe vom Weinstock abschneide, bringt sie keine Frucht mehr. Jesus selbst sagt: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja, und genau das ist es, was wir begreifen müssen. Carlo hat es verstanden. Er hat es begriffen. Und nun bleibt zu hoffen, dass seinem Beispiel viele folgen werden. Frau Salzano, vielen herzlichen Dank und sagen wir bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, liebe Zuschauer. Grazie, vielen Dank. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer daheim, vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Das war Spirit. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.